zusammen. Ich bin der Benny Neukomm, Stürmer von der SCL Tigers. Und ich nehme euch jetzt mit in unser Herz, unsere wunderschöne Garderobe. Let's go. Hier, ein bisschen Verpflegung an den Spielen, den Trainings, Smoothie für nach dem Training. Hier haben wir den Eiskübel, wenn einer ein bisschen Blessuren hat oder so, kann er hier sein Eisbütterli machen. Benni, du hast natürlich die Spieler vorgewarnt, dass wir kommen. Wie schnell ist sie leer geworden, die Kabine? Ziemlich schnell. Es sind nur noch zwei gute Freunde hier. No, der geht jetzt auch ganz schnell weg. Sie sind noch geblieben hier als Unterstützung, aber sonst sind relativ... Ja, innerhalb von zwei Minuten sind eigentlich alle draußen gewesen. Wenn man von draußen zugelassen hat, hat es dann wie eine grosse Schulklasse auf Schulausflug. Ja, es ist immer etwas los. Jetzt haben wir gerade, wir machen morgen die Heimwärme so ein FIFA-Turnier. Und jetzt war gerade Auslosung. Und da wird das Team von dem wieder weggeschnappt und so. Und dann war es gerade ein bisschen stimmig. Ja. Wir können schnell hier rüber schauen, rechts von uns ist die Wand. Ja, da ist einmal das Training aufgezeichnet am Morgen. Da stehen zum Teil noch Video- und Powerplay-Videozeiten, wenn wir ins Büro gehen. Ja, da jetzt noch Gewichtslisten. Ich habe gesehen, du hast abgenommen. Ich habe abgenommen, ja. Ja, wenn man hart trainiert, dann nimmt man ab. Gell? Das ist einfach so. Nein, aber da müssen wir uns jeden Montag eintragen. Wer ist der Schwerste? Der Schwerste? Puh. Ja. Godonau. Godonau ist der Schwerste. Wie schwer ist er? Ja, da, heute ist er noch nicht drauf gestanden, aber letzte Woche war er 96,5. Und du bist etwas über 90, gell? Ich bin ein bisschen über 90, ja. Ein bisschen über 90? Willst du dich noch weggeben? Nein, ist gut. Ist alles okay. Ich will dann am Schluss noch draufstehen. Führ uns doch mal durch die Garderobe durch und wichtig, nie auf das Logo stehen, oder? Das, absolut, ja. Das ist verboten. Das darfst du wirklich nicht. Wir mussten es ein kleiner machen, weil es relativ schmal ist. Und sonst alles ein so da drin gelegen wäre, haben wir es ein bisschen kleiner machen. Aber ja, da steht niemand drauf. Genau, da... Ich könnte sagen, du gehst nicht so gerne rein. Ich gehe eigentlich schon gerne rein, aber jetzt... Komm, sechs uns doch schnell mal, ist jemand gerade am Duschen? Ist gerade jemand am Duschen. Aber niemand sitzt in den Cooltops drin, gell? In denen sitzt niemand drin. Aber wir sind jetzt relativ viel... die Ilfis ist hier neben dem Stadion und jetzt ist es halt ziemlich kalt. Und dann sind wir jetzt noch viel einfach dort reingestanden. Dann konnte ich ein bisschen schwätzen, sind wir das vierte, das fünfte Mal runtergegangen. Und dann... Ja, jetzt die ein bisschen angelegt. Hier sehen wir jetzt da zwei Coldtops. Da kannst du nach dem Spiel das in die Duschen und das sind die WCs. Da hat es noch eine Liste, dann siehst du, ob du genug getrunken hast oder nicht. Wenn es braun ist, sieht es relativ schlecht aus. Dann musst du anfangen zu trinken. Dann ist es ganz schwierig. Aber erzähl uns noch schnell, warum du nicht gerne in die Coldtops reingehst. Mal, ich gehe sehr gerne. Es ist natürlich sehr kalt. Und, immer... Wie kalt sie sind? Wir sind zusammen so um die 7 bis 10 Grad, also relativ kühl. Ich meine, ja, würde jeder gerne warmes Wasser, um ein bisschen zu baden. Aber nein, es tut wirklich gut. Und eben jetzt im Moment gehen wir mal ein bisschen die Ilfis und hat so ein bisschen die gleiche Wirkung. Hier sehen wir noch das Tagesprogramm, das immer aufgeschrieben ist am Morgen, wenn wir kommen. Da sind Tafeln, wenn wir untereinander etwas besprechen müssen. Hier haben wir eine kleine Küche mit Wasser und Spülmaschine und alles Mögliche. Gehen wir hier schnell schauen. Ben, ja. Komm her. Hier ist das Trainerbüro. Hier ist der Umkleidetisch, Fernseher, wo es während des Spiels Videobesprechungen gibt. Oder vor dem Spiel auch Boxplay und alles Mögliche, was wir miteinander anschauen. Oder wenn du mal allein ins Büro musst und dann vielleicht mal etwas anderes geredet wird. Wenn du ins Büro musst, hast du etwas falsch gemacht. Dann ist es meistens ja nicht so toll, ja. Aber es gehört auch dazu. Ich denke, für das sind sie da, dass wir unsere Leistungen bringen. Und, ja. Also, wenn du in das Zimmer reinläufst, allein, dann ist es meistens. Bedeutet es nichts gut? Ja, vielleicht gibt es auch mal, dass du mal ein Kompliment bekommst, aber meistens ist es eher umgekehrt. Und darum, ja, möglichst wenig allein da rein. Ja. Möglichst wenig allein da rein. Ja, genau. Alright, cool. Well, Benny, you don't have to be there that much. Eben, siehst du. Dann sehen wir hier noch alle möglichen Infos. Wir haben hier Trainingspläne und Bussenlisten, wie das Plätzchen aussehen muss.
Da was hat er eine Plätzchenordnung? Ja, ja, also es muss wirklich alles so sein, wie es da drauf ist. Sonst, es geht zum Glück. Ja, es sieht aus wie bei dir, oder? Du hast Ordnung. Ja, 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 sicher, sicher. Sonst gibt es da irgendein Plätzchen, das du in die Mannschaftskasse zahlen musst. Und dann aber auch sicher jede Freude am Schluss. Wie viel Geld ist schon in der Mannschaftskasse? Ich weiß es nicht. Ich bin leider nicht Kassier. Aber bist du der, der viel einzahlt oder nicht einzahlt? Oder wer zahlt am meisten? Wer ist so der, der weiss, da geht nur ein paar Hunderte pro Saison rein? Ja, es ist schwierig. Es sind eigentlich alle, vielleicht der Stoinov, der kommt manchmal ein bisschen knapp aufs Training. Aber sonst sind eigentlich alle ganz Profi. Ja, ja, da ist unser Aufenthaltsräumchen, Aufenthaltsbereich mit Mannschaftsfoto hier. Und hier haben wir ein Tischchen. Nach dem Spiel essen wir einmal auch essen. Hier. Sagst du, warum sind da Nüsse, Bananen und Kiwis? Das ist jeden Tag. Sind jeden Tag ist eine frische Frucht da. Es sind immer verschiedene Nüsse sind da und ja. Manchmal jetzt heute Morgen ist noch ein Küchlein da gewesen. Ich weiß zwar nicht von wem, aber es ist noch ein Kuchen da gewesen. Ja, ich habe ein Stück genommen. Aber ein Stückchen genommen, ja. Ja, das habe ich schon gedacht. Aber ja, dann ist da Kaffeemaschine, Radio, Fernseher sind wir einmal ein bisschen am Schauen da. Da haben wir noch ein Bild, das alle unterschrieben haben. So das ganze Team, Staff. Was bedeutet der Tiger oder was bedeutet das Bild für das Team? Es ist einfach ein Teamgeist, Zusammenhalt, dass alle für das Gleiche stehen. So. Ja. Da haben wir noch ein Umkleideräumchen. Also wir kommen dann morgen ins Training, ziehen uns hier um. Bevor ist der MVP von der Liga, so hat der Heinz Ehlers der Harry Pesonen genannt, gerade durchgelaufen, aber hat natürlich. Genau. Schnell wieder rausgelaufen. Ja, das ist die Kamera, das ist die Kamera, die verschicht einfach alle. Ja, eben da ziehen wir uns um, Spiegel, da jetzt noch Schachteln mit Autogrammkarten. Dann können wir hier gerade rausgehen. In Playlist Lounge bist du eigentlich nicht viel, ja? Mal, also wir sind eigentlich ziemlich, meistens am Morgen sind relativ viel da, wo wir noch vielleicht noch NHL Highlights oder so miteinander schauen. Oder noch ein Käferli trinken oder am Morgen. Oder schauen. Genau, sind wir hier zusammen am Hocken. Und darum eigentlich schon täglich. Und da ist jetzt der Wochenplan und Monatsplan drauf? Da ist nochmal Wochenplan und nochmal die Bussenliste, ist wichtig. Da ist eigentlich der Haupteingang, wo wir immer reinkommen. Dann ist hier ein Stockräumchen. Da hat jeder seine Stöcke. Es hat jeder einfach sechs Stück da. Dass nicht einfach alles überfüllt ist. Wie viele Stöcke brauchst du pro Saison? Ja, das ist so um die 20-30 Stück rum, ja. Das ist mal mehr, mal. Du selber 20-30? Ja. Ich bin einer, der nicht unbedingt mega viel verbricht, aber ja. Irgendwann hat er so wieder den Zug verloren und dann tue ich einfach einen neuen. Wenn weißt du, wenn einen Stock musst wechseln? Das spürst. Wenn ich es gut ein paar Mal nicht mehr getroffen, dann muss ich einen anderen nehmen. Dann brauchst du einfach jetzt wieder. Dann muss ich einen neuen nehmen, ja. Ja, das ist eben ein Stock. Da kann man seine Stöcke parat machen. Da jetzt noch einen Ofen für die Schlittschuhe, um die anzupassen. Ja, da ist Schuhgestell. Alle seine Schuhe am Morgen. Da sehen wir gerade, wer der Hipster ist, oder? Kenne ich wirklich Hipster-Schuhe? Sind alles normale Sachen. Keine Hipster-Schuhe, ja. Ist ja so. Und normalerweise würde man da jetzt Leute sehen auf dem Austreten, aber sieht man nicht, weil er kein Spiel hat. Nein, das ist nicht so. Es sind alle hier oben, da oben im Stadion jetzt noch das Fitness. Sind alle noch am Krafttraining machen und sind dann wahrscheinlich dort am Ausfahren. Aber sonst, nach dem Training sind so ein bisschen Hälfte-Hälfte. Die Hälfte ist hier oben im Fitness und die Hälfte ist hier auf den Velos am Ausfahren. Und dann gehst du jetzt einfach in die Richtung und auch noch selber Krafttraining machen? Jetzt gehe ich hier richtig. Kraftraum, yes. Und gehen ins Gym trainieren. Ich glaube, einfach die sind alle aufgegangen, wenn wir mit der Kamera kommen. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Das kannst du sein. Oder sie haben gesehen, dass du Kuchen genommen hast und sind einfach alle weg. Enttäuscht. Enttäuscht. Benni, ein letztes Wort. Du läufst aus der Garderobe raus, jetzt diese Saison. Was... Wie schaust du für den Platz 7 im Moment? Ja, ich denke eben, wir sind noch nicht ganz zufrieden mit dem, was wir bis jetzt gezeigt haben. Wir können mehr und wir wollen mehr, immer mehr. Das ist ein bisschen unser Motto. Und ja, wir gehen weiter. Let's go Tigers. Merci vielmals. Du hast uns die Garderobe gezeigt. Und dann lassen wir dir ein Fitness-Training machen, oder? Perfekt, perfekt. Gehst du den anderen?
Okay. Und bringst ein bisschen bei, dass sie nicht zur Kamera schauen müssen. Du nicht machen. Tschüss zusammen.